Ja, wir gehen ins Schiff rein und holen uns schon wieder einen von den Powersternen. Das hier ist allerdings ein anderer, das ist so ein Stern, mit dem ich fliegen kann und ich fliege voll in den Wal rein. Mitten ins Loch. Und der Wal, der mag das nicht und schleudern uns einfach mal in die Wolken hoch. Das ist nicht so schlecht, finde ich das jetzt nicht. Schmalen Wolken, ist auch schön. Aber wie kommen bitte diese Säulen in die Wolken? Naja. Wir haben Brot gegessen, denn man kann nicht vielleicht Brot ja flügeln und jetzt müssen wir diesen Boss besiegen. Das ist Kabula heißt der, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Und ja, mit dem habe ich jetzt auch nicht solche Probleme. Der ist relativ einfach zu besiegen. Ich kann sogar die Feuertaste einfach gedrückt halten. Und bam, tot. Und das ist schon der dritte Powerstar. Das läuft richtig, richtig gut. Also das Video, oder naja, vielleicht schon das zweite Video, sind jetzt 10 Minuten rum. Ich weiß nicht genau, wie ich das dann schneiden werde. Und wir sind schon in der Stage 4, Bubbly Clouds. Und erinnert euch, es gibt insgesamt 5 Stages. Also ja, es ist schon ein kurzes Spiel, aber es ist einfach toll. Es macht Spaß und die Musik ist klasse. Nein! Oh, oh, das war dämlich. Das war jetzt richtig dämlich. Aber okay, diesmal gehe ich den Weg oben. Ich will nicht nochmal sterben, weil ich einfach runterfliege. Und das wollt ihr nicht sehen, oder? Wenn ich sterbe. Zumindest nicht in so einem einfachen Spiel, wenn das jetzt irgendwas Schweres wäre. Oh, oh, Mistvieh. Ich habe vergessen, dass ich diese Gegner hier beschießen muss, sonst werden sie böse, folgen mir und explodieren. Mistviecher. So. Ah, ich geh unten lang. Komm schon. Oh, nach rechts bitte, Kirby. Triff es. Danke, Kirby. Kleines Teufelchen, ne? Oh, wie auch immer. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Naja. Hier ist alles immer friedlich. Man merkt, es ist der einfache Modus. Ich kann die Viecher, die da kommen, einfach einsaugen und schießen. Und ich kann ja eigentlich quasi durchlaufen. Oder hier. Ich kann durchfliegen. Flatter, flatter. Toll, Kirby. Stopp. So. Du auch. Lass mich in Ruhe. Stacheln. Die Stacheln, die da unten sind, sind seltsamerweise nicht sofort tot. Also dann nehme ich ein bisschen Schaden und das war's dann. Das ist schon seltsam. Aber was soll's. Aber Mann, ich habe echt keine Lebensenergie mehr für den Endboss übrig. Das wäre nicht gut. Ah, du triffst mich nicht. Es ist schon irgendwie ein bisschen schade, dass ich hier nicht die Fähigkeiten von meinem Gegner übernehmen kann, so wie in späteren Kirby-Teilen, aber es macht jetzt auch nicht so viel. Also es ist trotzdem eigentlich ein ziemlich cooler Plattformer. Um mal hier den amerikanischen Ausdrucksweise zu benutzen. Im Deutschen wäre es ja Jump'n'Run. Aber ich finde Plattformer klingt einfach viel cooler. So. Und oh, nein, nicht berühren. Boah, das war knapp. So. Du explodierst mal schön. Och nö. Ah, das war dämlich. Okay, aber ich fange wenigstens direkt hier an und muss nicht ganz von vorne der Stage anfangen. Aber ich versuche mal jetzt nicht so viel getroffen zu werden, aber ich kann mich nicht ganz aufs Spiel konzentrieren, wenn ich hier die ganze Zeit rede. Aber wenn ich nicht rede, dann ist es kein Let's Play, dann ist es einfach nur... Nee, dann ist es langweilig und es gibt schon einige Let's Plays, in denen... Ah, nein, lass mich ruhig, geh weg. Hui, cool. Wenn die einem folgen und man die dann beschießt, dann explodieren die gar nicht. Muss ich mir merken. Auf jeden Fall, es gibt total viele Let's Plays, auf denen steht, bei denen steht, es wären Let's Plays, aber die Leute reden eigentlich überhaupt nicht, oder nur irgendwie alle 10 Sekunden sagen mal ein Wort. Oder die Musik wird die ganze Zeit nur mitgesummt und ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man die Musik mitsummt, vor allem wenn sie toll ist. In diesem Spiel ist sie eigentlich größtenteils ziemlich klasse. Aua, jetzt habe ich den Gegner ausgepupst. Egal. Aber wenn das Let's Play dann nur daraus besteht, dann ist das ziemlich langweilig für den Zuschauer. Also wenn ich jetzt nichts mehr sagen würde, dann denkt ihr euch, ja toll, kannst nicht mal. Ich will das nicht mehr gucken. Ekelhaft. Und es geht in die Sterne. Juhu. Und in den Sternen, wir sind jetzt in der Galaxie oder so, im Weltraum. Nee, Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Aufzusammeln. Ganz links. Flieg, Kirby, flieg. Wow, genau. Das wollte ich haben. Wieder hier die Flugfähigkeit und die tollen Luftstöße. Damit
kann ich jetzt hier aller Ruhe mich durchboxen. Und hier hat man eine Maxi-Tomate. Und Maxi-Tomaten sind richtig toll, denn die heilen uns komplett. Und die kennt man ja eigentlich auch schon aus Super Smash Bros. Melee oder überhaupt in Super Smash Bros. Teilen. Ich glaube, also den ersten habe ich nie gespielt, aber Melee und Brawl. Und da kommen ja in beiden Teilen die Maxi-Tomaten vor. Ich glaube, die heilen da 150% oder so. Und Carry! Ja, jetzt kann ich auch wieder die Taste gedrückt halten und mich einfach hier durchballern. Bam, 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 bam! Das machen wir gerne. Nein! Oh nein, das war dämlich. Ich habe noch nach oben gedruckt, aber irgendwie wollte Kirby nicht springen oder fliegen. Wahrscheinlich, weil ich die Feuertaste gedrückt gehalten habe. Naja. Ja. Wie einfach man doch in so ein dummes Loch fallen kann. Das Schlimme ist, es ist nicht mal das einzige Loch, aber diesmal falle ich nicht mehr durch. Ja, ich bin lernfähig. Ich leg das hin. Und ich fliege noch weiter nach oben. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und bumm, Regenschirme. Ja, die schaden mich zwar und... Hier ist der Zwischenboss schon wieder. Ich glaube, der nennt sich Krako oder so. Sie hat eine Wolke um sich herum, aber das wird ihm auch nicht nützen. Wir werden ihn trotzdem fertig machen. In der gleichen Taktik wie vorher. Seine Wolke einsaugen, die er auf uns schießt. Und dann ab dafür. Na toll. Aua. Was mit Bild laufen, das zählt nicht, das ist unfair. Ey, hör auf mich zu treffen. Ist ja fast so, als würdest du mich umbringen wollen. Mist wie. Ja, ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Aber ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Ich mach Krako jetzt fertig und bam, der vierte Stern. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist nach Mount DDD zu gehen und King DDD zu besiegen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe gestern noch das Mega Man X Let's Play von Sushimaru gelesen. Genau, ich habe es gelesen. Toll, ne? Ich kann Let's Plays lesen. Nein, ich habe es mir angeguckt und er hatte erzählt, dass Capcom ziemlich pinguinfeindlich ist. Und da musste ich genau dran denken, als ich das Spiel gestartet habe heute, weil King DDD ist auch ein Pinguin. Und ja, das Spiel ist zwar nicht von Capcom, aber trotzdem, Pinguin böse. Nicht nur Capcom scheint der Auffassung zu sein. Ja, aber eine Gemeinsamkeit mit Mega Man ist, dass ich jetzt, bevor ich den ultimativen Bösewicht bezwingen kann, muss ich nochmal alle kleinen Bosse besiegen, die vorher kamen. Und ja, deshalb habe ich hier die Tür.